Ja, hallo Leute. Heute wieder Aufnahmen von verschiedenen Stellen. Hier sind wir an meinem Futterplatz und hier sind wir mal wieder im Wolfsrevier. Ja, ihr habt richtig gehört, ich lasse mich hier nicht vertreiben. Ich habe mir jetzt neue Stellen gesucht. An diesen war jetzt nicht besonders viel los, aber ich bin ja gerade auch noch dabei, wieder neue interessante Stellen zu finden. Wer die Gründe nicht kennt, warum ich mir neue Stellen suchen muss, hier oben rechts verlinke ich einmal ein Video. Wer sich das noch nicht angeschaut hat, sollte das unbedingt tun. Jede Menge Marder unterwegs jetzt im November. Wirklich schön. Der hier ist ganz neugierig und auch flink unterwegs. Und hier bin ich dann um 6 Uhr morgens an meinem Futterplatz und kontrolliere einmal die Kamera. Gute 100 Meter weiter steht mein Hochsitz. Von dort aus beobachte ich dann immer die Tiere morgens. Ja, am frühen Abend kommen dann auch die Rehe hier vorbei im Wolfsrevier. Hier war jetzt nicht sonderlich viel los. Hier sind wir bei Bibers in der Küche. Was heißt in der Küche? Hier bereiten sie ihr Essen zu, wie man sieht. Auch Ratten sind hier unterwegs und auch ein Rotkehlchen über Tag. Das hier ist eine andere Stelle, eine Biberrutsche, wo auch zahlreiche Biber anzutreffen sind. Der Marder verfolgt jetzt die Spur der Ratten und zieht dann von dannen. Auch die Rehe trinken hier nachts am Fluss, beziehungsweise morgens. Das war's auch für heute schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich über ein Abo oder ein Like.